Hallo, guten Morgen. Ich habe mich verbunden mit der Mutter des Lichts und ich habe ein ganz schönes Bild bekommen. Sie hat sich wie so nach vorne geneigt und hat ein riesengroßes, wie eine Krone, aber so aus ganz vielen Sternen und ganz, ganz hell. Das war ein wundervolles Bild. Ich würde es am liebsten malen, ich versuche es dann vielleicht. Und dieser Sternenkranz wurde dann immer weiter wie ein Tor. Und neben ihr habe ich noch den Erzengel Raphael wahrgenommen. Und die Mutter des Lichts sagt, es geht um das Bewusstsein, um unser Bewusstsein. Und jetzt verbinde ich mich nochmal ganz mit ihr und mit Erzengel Raphael. Die Mutter des Lichts sagt, dieser Kranz ist ein Tor, das du durchschreiten kannst und dein Bewusstsein erweitert. Es ist die Spiegelung in der Lichtfrequenz, die dich dazu bewegt, diesen Raum zu betreten. Und Erzengel Raphael unterstützt diesen Prozess in dir. Ich hüte die Lichter in meiner eigenen Wahrnehmung und ich unterstütze dich, dich jetzt noch mehr in diese reine Form einzubringen, dein Bewusstsein so zu klären, dass du diese reine Form immer mehr wahrnehmen kannst. Ich, die Mutter des Lichts, ich führe dich durch das Tor. Und Erzengel Raphael verbindet sich ganz mit dir, mit deiner Kraft, mit deinem Herzen und unterstützt dich mit seiner Energie in diesem Vorgang oder Prozess. Du kannst deine Augen schließen und dich ganz mit mir verbinden. Dieser lichtvolle Kranz, dieses Tor, ist direkt vor dir. Und du kannst dir vorstellen, wie dieses Tor immer heller, reiner und leichter wird, wie sich die Spiegelungen zwischen den Facetten, den Sternen und diesem glitzernden Licht immer mehr ausweiten und strahlen. Der Erzengel Raphael steht direkt hinter dir. Nun nehme ganz bewusst die Energie von diesem Tor wahr. Und wie sich das reine Licht vor dir widerspiegelt.
und sich die Energie ganz ausdehnt. Es ist ein reines Lichthorn, das ich dir zur Verfügung stelle. Und dieses durchschreiten wir und betreten einen heiligen Raum, in dem ganz viel Licht und reine Energie ist. Über deinem Scheitel erscheint ein helles Licht, das ganz glitzernd und funkelnd ist. Und dieses Licht öffnet deine Krone. Deinen Scheitel und reinigt die Energien so, dass es durch deinen Scheitel in deinen ganzen Körper strömt und dich von innen heraus ausdehnt, ausweitet. Die Energie ist reines Licht und leicht. Und in diesem Lichthorn, in diesem großen Raum, kannst du alte Energien befreien. Die dich noch hindern, ganz bewusst und klar in deiner Energie zu stehen, zu sein. Und es vermittelt dir einen Raum der Leichtigkeit. Es ist wie eine höhere Dimension, die du hier betreten kannst. Und sie sagt, die Schöpfung erinnert dich an dein eigenes Lichtfeld. Und diese Energie ist jetzt so wie so Kristall, eine kristallene Energie. Die deine auch deinen physischen Körper energetisch unterstützt
Das geht wie ganz tief in die Zellen, in die DNA. Das ist eine starke, heilende Energie. Du kannst einen Moment einfach in dieser Energie baden oder verweilen. Und dich dem hingeben. Entspannt. Diese Energie fließt. Über alle Ebenen und durch alle Zeiten, durch alle Erfahrungen. Unendlich weit und heilt die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Weil alles aus dieser Reinheit entstanden ist. Nun kannst du ganz bewusst dieses reine Licht in deinem Herzen aufnehmen, in deinem Herzchakra und da kannst du dir jetzt auch vorstellen, wie ein Trichter sich aus deinem Herzen öffnet. Und diese Energie aufnimmt. Und das Herz ganz funkelnd, rein und leicht. Strahlt. Und vom Herz aus die Energie in deine unteren Chakren und in deine oberen Chakren sich verteilt. Und daraus entsteht wie eine Säule in dir, eine Lichtsäule, die dich mit der Erde mit dem Kosmos verbindet. Dich ganz zentriert und
Und in dieser Lichtsäule kannst du ganz bewusst diese Ganzheit fühlen. Die Mutter des Lichts sagt, erkenne dich in deiner Ganzheit, in deiner Leichtigkeit, in deiner Kraft, in deiner Schöpferkraft. Nehme die Energie aus diesem Raum mit. Die Energie, die dich, also eigentlich deine eigene Energie ist, diese reine Form. Nehme sie mit, ganz bewusst, in deinen Alltag. Und jetzt geht sie wieder einen Schritt zurück. Und Erzengel Raphael, er sagt, die Verbindung steht. Vertraue deiner Stärke und erkenne dich in deiner unendlichen Weite. Wir unterstützen dich. In deiner Bewusstwerdung, in Heilung. Und er geht jetzt auch einen Schritt zurück und beide bedanken sich oder verneigen sich. Und ich bedanke mich auch von ganzem Herzen. Es war für mich jetzt sehr kraftvoll und sehr so befreiend leicht. Ich hoffe für dich auch. Und das Tor, das, also ich habe wie das Gefühl, ich nehme es noch so wahr um mich herum. Und ich nehme das jetzt so mit in meinen Alltag. Und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Bis bald. Ciao.